Ja, im ersten Moment ist es halt wirklich die Location. Man fährt den Weg hoch, man sieht, wie die Kirche immer größer wird und man kommt raus aus dem Alltag. Es ist einfach ein anderer Ort dann. Also besonders an dem Ort ist, finde ich, dass hier junge Menschen da sind und Kirche gestalten, so wie sie es für gut finden. Und jeder Mensch zu uns kommen kann und mitmachen kann, egal wie er ist. Man darf hier erstmal so sein und das, was man sucht im Leben, vielleicht hier finden oder hier dann die Suche weitergehen. Offiziell Jugendspirituelles Zentrum Der Berg. Ich glaube, bei den Leuten, die schon mal hier waren, die sagen nicht mehr Jugendspirituelles Zentrum, sondern nennen es einfach Der Berg. Wir haben hier den Luxus, dass wir ein Tagungshaus mit dabei haben, ein Jugendhaus, wo wir quasi unsere Veranstaltung so aufbauen können, dass wir dann hier übernachten und einfach dieses Tag und Nacht zusammen sein. Das gibt einfach noch mal mehr. Spirituell, weil wir unsere Veranstaltungen immer so pushen, dass auch was Spirituelles, was Richtung Glauben geht, drin vorkommt. Und vor allem auch sehr weit und nicht irgendwie eng, sondern alle, die da sind, die finden was, wenn sie danach suchen. Also man verpflichtet sich nicht für ein ganzes Wochenende, an dem man 3 Tage Zeit haben müsste, sondern man kommt hier hoch, 1 Stunde abschalten, gemütlich sein, Menschen treffen, gute Musik hören, gute Impulse bekommen. Ich glaube, dass unser Projekt Mach Laut definitiv ein sehr innovatives ist, das jungen Menschen ermöglicht, mit echten Künstlern zusammenzukommen, ihre junge Musik laut zu machen, Texte zu schreiben, zu tanzen und ihre kreativen Talente zu entdecken.